So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Cäsar 4. Wir sind wieder hier in Viminatium, genau. Und natürlich wollen wir uns so langsam an die Villen wagen und nebenbei natürlich kriegen wir auch wieder einen Kampf reingedrückt von irgendwelchen Leuten, die Germanen. Die sind wieder unterwegs, wollen wieder ein bisschen mit uns kuscheln. Und ich sehe gerade, dass doch tatsächlich wieder Möbel gebraucht werden. Wir haben kaum Möbel zur Verfügung. Ich sage jetzt einfach mal, stopp, nicht mehr verkaufen, zumindest fürs Erste. Dann mal gucken, dürfte es nicht allzu lange dauern. Oh, es wird gespeichert, er laggt ganz schön. Es laggt ganz schön. Rüstungen liegen bereit, 10 sind auch noch da. Wir haben hier oben ein Fort, was soweit fertig ausgerüstet ist. Das heißt, theoretisch, wenn wir wollen, können wir uns noch weiter mit einem nächsten Fort ausrüsten, nämlich mit einem Kavallerie-Hilfstrupp, der hier vorne noch aufpasst. Also auch ja, wirklich keine Feinde unseren Mauern zu nahe kommen. Die werden da aufpassen. Und dann brauchen wir auch noch weitere Türme, die natürlich die Feinde abhalten. Möglichst hier oben. Denn die sind allein auf weiter Flur. Zumindest jetzt noch. Zwei Türme müssten eigentlich reichen. Mehr kann ich mir eh nicht mehr leisten. So. Alles nah rangebaut. Warte mal, mach's mal anders. Mach mal so. Kann ich hier nämlich noch einen Turm hinstellen, falls die unserem Stadttor zu nahe kommen. Wir speichern an dieser Stelle nochmal, denn ich will gerne wissen, von wo sie kommen, um mich gleich darauf einzustellen. Wie sieht's aus mit unseren Leuten? Haben wir noch genug Bürger? Bernstein, wir haben noch ein Jahr übrig, alles ist gut. Ja, wir haben noch genug Bürger, alles ist toll. So, und die ersten berittenen Leute müssten eigentlich hierher laufen. So, und die Bösen sind auch schon da. Wo sind sie diesmal? Hier unten. Da. Da ist ein Trupp. Hier ist kein Trupp soweit. Und oben ist noch ein Trupp. Ich sehe es schon. Okay, und das dürfte die Kavallerie sein. Ah ja, genau so ist es. Gut, die kommen gleich raus. Dann können die Kavallerie bekämpfen. Und ihr seid noch nicht fit genug. Ihr seid eigentlich noch gar nicht da. Deswegen werde ich euch jetzt mal nehmen. Ja, bei euch steht noch einsetzen. Bei euch kommen schon Leute raus, das ist gut. Ich heiße Gaius Marius und ich bin eine Ein-Mann-Armee. Utasiis! So, was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. Geht hier vorne mit hin. Nos per moveo. Und dann habe ich euch noch. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Ihr stellt euch bitte dahinter. So, und sobald die sich bewegen, mache ich kurz auf Pause und gucke, wo sie langlaufen. Um sie möglichst abzufangen. Sie bewegen sich schon. Ach, du ahnst es nicht. Okay, die kämpfen jetzt. Und hier oben die laufen hinten rum. Der einzige angenehme Tag war gestern. Ist nicht. Ich fang euch ab. Utasiis! Ausliefern, Pause. Wie sieht's hier unten aus? Wir haben gewonnen. Zermalmt unsere Feinde. Zermalt sie zu Staub. Nein, haben sie nicht. Meine Leute sind tot. Oh, die Germanen sind gut. Verdammt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie sieht's mit meinen Kohorten hier oben aus? Ein weiterer Tag in der Legion ist wie ein Tag auf dem Bauernhof. Vicis Precesi! Ja. Laufen hinten rum. Ich hätte hier noch für Türme sorgen sollen.
Hier sind noch 10. Der Ruhm gebührt und meinen nicht mir, 18. Die ersten 4 Leute sind hier schon mal da. Und die sind unterwegs, wollen wahrscheinlich das Fort zerstören. Ich will nur die eins kommen wissen. Ganz langsam wo hinterher. Sind die denn? Ja, wo sind die denn? Komm zu Spread Jesse. Die haben schon mal den Großteil hier vernichtet. Meine Leute zumindest. Rum to spread Jesse. Vichy spread Jesse. Geht hier vorne hin. Wo sind die Bösewichte? Wo sind die? Da hinten. Nos permoveo. Was? Was? Der einzige angenehme Tag war gestern. Utasies! Wo wollen die denn hin? Utasies! Es ist doch nicht die Possibility. Der Ruhm gebührt nicht mir, sondern Rom. Zur Behausung oder zum Arbeitsplatz? Nein. Fangt sie, wo sind sie? In also ich weiß nicht, was hier gerade abgeht, aber ich find's nicht witzig. Ein weiterer Tag in der Legion ist wie ein Tag auf dem Bauernhof. Ich heiße Gaius Marius und ich bin eine Ein-Mann-Armee. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Nein, Rom ist es gebührt nicht. Nicht mir, sondern Rom. Nos permoveo. Muss die im Auge behalten. Wo wollen die hin? Was wollen die tun? Türme macht sie kaputt. Macht sie kaputt. Die wollen aufs Vor. Oh nein! Natürlich, die haben sich extra von drinnen hingestellt, um beim Turm kaputt gemacht zu werden. Rettet das Fort! Wo ist meine Präfektur? Da. Schnell! Germanische Plünderer sind wieder unterwegs. Wir warten morgens länger in einer Reihe als die meisten Leute den ganzen Tag. Gut, die Schmerz gehen wieder zurück. Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Gehen auch zurück. Einsetzen, nein. Gut, die hier sind komplett ausgelöscht. Wahnsinn. Und ich werde jetzt einen Exerzierplatz bauen. Eventuell hilft uns der nochmal, die Leute ordentlich zu managen. Wo kann ich den denn am besten hinbauen? Brauche ja auch Anbindung zur Straße. Stört er hier jemanden? Nö. Okay. Aber ich brauche ein weiteres Domo. Zugang zur Straße. Und auch gleich Plätze, damit es hübsch ist. Mal sehen, ob der Exerzierplatz was bringt. Ich habe da keine Ahnung. Alle Typen von Kohorten werden schwieriger zu besiegen,
sobald sie auf Exerzierplätzen ausgebildet werden. Nach 6 Monaten Ausbildung gelten sie als ausgebildet und nach weiteren 6 Monaten als Experten. Alle Typen von Kohorten werden tüchtigere Kämpfer und verfügen über eine robustere Moral. Je mehr Erfahrung sie durch Kämpfe gewinnen. Kohorten, die nur an einem einzigen oder noch gar keinem Kampf teilgenommen haben, werden als reguläre Truppen bezeichnet. Solche, die an 2 oder mehr Kämpfen teilgenommen haben, gelten als erfahren. Kohorten, die vom Dienst am Imperium zurückgekehrt sind, wird die Erfahrung durch einen Kampf zugeschrieben. Kohorten, die sowohl Experten sind als auch als erfahren gelten, werden als Elite bezeichnet. Die Moral einer Kohorte wirkt sich sowohl auf deren Bereitschaft, bla bla bla, um sich über den aktuellen Ausbildungsstand und so weiter und so fort. Ja, sagt nicht so viel über das Gebäude aus, wie ich es gehofft habe. Aber schön. Ja, Mauern. Ich weiß nicht, was das war, warum die hier jetzt einfach durchmarschiert sind. Aber jetzt können sie es nicht mehr. Hoffe ich zumindest. Apollo, nee, Apollinaris. Ist das nicht irgendwie ein Getränk? Ist das nicht eigentlich eine Wassermarke? So, dann wollen wir mal gucken. Also wir kriegen jetzt gleich wieder Besuch. Hoffen wir, dass wir bis dahin ein paar Leute rekrutieren können. Speichern unter LP02. Bin gespannt, wann wir endlich mal ein Jahr durchkommen, ohne dass die Sicherheit runtergeht. Unserer Stadt kümmern. Ja, ja, der Wohlstand kommt später. Lass mich jetzt erstmal hier gegen die ganzen Kämpfe, überhaupt die ganzen Kämpfe bestreiten. Der kulturelle... Ihre Kompetenz ist in Rom wohl bekannt. Möbel ausliefern, Bernstein ausliefern. Gleich wieder neuen importieren, ist er noch dabei? Ich habe keine Ahnung. Befehle, Einkauf, ja. So, die germanischen Plünderer sind schon wieder da. Muss jetzt erstmal schnell sagen, dass er wieder Möbel verkaufen soll. Dann gehen wir dorthin. Diesmal sind sie beide oben. Und komischerweise wird hier ein Dings angezeigt. Ein blaues Schwert, als wenn die von hier von der Seite irgendwie noch kommen. Oder hier noch welche stehen, aber ich stehen will hier nur keine eins mehr. Wissen. Wo sind die denn? Ihr könnt gleich draußen bleiben, weil so viel Zeit habt ihr nicht. Ich will nur eins wissen. Wo sind die denn? Was ja, wo uns seid nicht ihr denn? Umbringt, macht uns nur härter. Einsetzen. Romtus Precesi. Vorne hingehen. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Einsetzen. Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Romtus Precesi. Einsetzen. Der Ruhm gebührt nicht mir, sondern Rom. Okay. Ich würde sagen, sie kommen gleich. Ja, dann kommen gerade hochgeschossen. Wo wollt ihr hin? Wahrscheinlich gleich aufs Vor. Denari ausliefern. Normales Tempo. Die warten darauf, dass die Legionen sich sammeln. Das ist sehr nett von euch. Danke dafür. Wo sind meine anderen? Die Pferde. Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Leichte Legionäre, warum sind man die da unten? Man muss nicht verrückt sein, um sich der Legion anzuschließen, aber es hilft. Man muss nicht verrückt sein, um sich der Legion anzuschließen, aber es hilft. Ach, verdammt. Der Ruhm gebührt nicht mir, sondern Ach so, Rom. Einsetzen drücken. Okay. Nos per mover. Dahin. Was ist mit euch jetzt? Ihr seid doch zuversichtlich, dann lauft da hoch. Normales Tempo. Mal gucken, wie sie reagieren. Bisher reagieren sie gar nicht. Ich meine, das ist auch schön. Aber das hilft mir jetzt nicht sonderlich weiter. Die anderen sind unterwegs, oder? Wo seid ihr?
Lauft ihr wenigstens durch die Stadt oder lauft ihr außen rum? Sie laufen außen rum, natürlich. Warum auch nicht? So, machen wir mal den Blick so. Aber wir sind nämlich gleich komplett im Blick. Wenn sie loslaufen, mache ich Pause. Ah, kommt schon. Macht irgendwas. Außer mir Sorgen. Ich kann jetzt keinen Schmuck verkaufen. Ach, Cäsar, Cäsar, Cäsar. Weißt du, dass du mich ziemlich nervst? Ich kann hier auch keine Schmuckfabrika mehr hinbauen. Es geht nichts mehr. Warte, wenn, dann muss die da mit hin. So, weiter geht's. Die machen nichts. Solange sie nichts machen, bin ich zufrieden. Bisschen schneller die Zeit laufen lassen. Okay, die müssten jetzt alle da sein, bis auf einen vor. Das ist, glaube ich, noch unterwegs. Ich will nur eins wissen. Wo sind die denn? Wer seid ihr jetzt? Bogenschütze hilfst. Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. Der einzige angenehme Tag war gestern. Ein weiterer Tag in der Legion ist wie ein Tag auf dem Bauernhof. So, hin da. Wir warten morgens länger in einer Reihe als die meisten Leute den ganzen Tag. Ich will nur eins wissen. Rest. Wo sind die denn? Rumtus Precesi. Ein weiterer Tag in der Legion ist wie ein Tag näher auf dem Bauernhof. Man muss nicht verrückt sein, um sich der Legion anzuschließen, aber es hilft. So ist gut, rauf da. Was? Ein Gebäude ist zusammengebrochen? Der Turm. Na gut, kann ich wieder reparieren. Ein weiterer Tag in der Legion ist wie ein Tag auf dem Bauernhof. Der Ruhm gebührt nicht mir, sondern Rom. So, schwere Legion kann nicht zurück. Nicht vergessen, das ist nicht nur Arbeit, ihr es ist ein zurück, Abenteuer. Ihr könnt zurück. Wir warten morgens länger in einer Reihe als die meisten Leute den ganzen Tag. Und ihr könnt zurück. Okay, wir haben alles geschafft. Wir haben sie alle vernichtet und damit natürlich unsere Sicherheitswertung wieder ordentlich hochgebracht. Das freut mich. Wir warten morgens länger in einer Reihe als die meisten Leute den ganzen Tag. Zwei Kämpfe gelten schon als erfahren und dementsprechend natürlich als stärker. Utasies! Was passiert, wenn ich euch jetzt da exerzieren lasse? Funktioniert das? Muss ich euch einzeln exerzieren lassen? Bogenschützenhilfstruppen, wo sind die denn jetzt? Seid ihr das? Nee. Die macht gar nichts. In Permoveo. Gute Oma. Nein, Omen von Merkur. Waren lukrativ für unseren für unsere Handelsrouten. Das ist gut. Wir machen noch mehr Geld. Es werden weitere Rüstungen benötigt. Ja, ja, die Rüstungen kommen. Lasst erstmal alles erstellt werden. Oder lasst uns erstmal alles erstellen. Der Turm ist eingebrochen. Ja, gilt als an der Straße. Ja. Sehr schön. Besteck ausliefern. Sie haben sich einen Namen gemacht. Ja, haha. Der einzige angenehme Tag war gestern. Utasies!
Ausbildung, Erfahrung und Moral, Dienst am Imperium und so weiter und so fort. Aber wozu ist der Exerzierplatz? Alle Typen von Kohorten werden schwieriger zu besiegen, sobald sie auf Exerzierplätzen ausgebildet werden. Nach 6 Monaten Ausbildung gelten sie als ausgebildet. Man muss nicht verrückt sein, um sich der Legion anzuschließen, aber es hilft. Also ich kann mir nur vorstellen, ich hatte nämlich auch so mal ausgebildete Leute, dass die sich von alleine ausbilden, dass wir im Prinzip gar nichts machen müssen. Ich lasse es jetzt einfach so stehen, warte darauf, dass wir noch Schmuck für Cäsar bekommen und das ein oder andere schon mal an Luxusmaterialien einkaufen, was Cäsar ja auch immer wieder anfordert, nämlich Lagerhaus, nämlich und nicht dämlich. Pelze? Nee, was will er haben? Gewürze will er mal haben, ne? Jo. So, du kaufst keine Gewürze ein, aber du? Und da bitte 24 Stück. Weil wir nämlich 12 Besteck und 12 Schmuck immer verkaufen, können wir für 24 noch Gewürze lagern. Siehste, kaum von geredet, schon geht's los. Eieieiei, Cäsar. Ihr Ansehen in Rom ist bereits Stadtgespräch. Ja, wir sind ja auch toll. Wie sehen der die Wertungen allgemein aus? Der kulturelle Standard in unserer Stadt muss verbessert werden. Ist auch so ziemlich das Einzige. Wohlstand geht schon relativ. Das Ansehen ist hervorragend. Sicherheit ist runtergegangen, seit die Leute durch unsere Stadtmauern geprescht sind. Aber ansonsten ist alles gut.